Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Demo. Diesmal spielen wir Lilian oder Lilian. Ich weiß es nicht ganz so genau. Wir beginnen die Demo einfach. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich ausgewählt habe. Es ist wieder auf Englisch. ich habe jetzt keine Ahnung. Nein, ich muss nicht skippen. Wie ich mitgekriegt habe, ich habe es vorher jetzt noch nicht gespielt. Wie ich mitgekriegt habe, soll es aber sehr, sehr atmosphärisch sein. Okay, es geht endlich los. Anscheinend sind wir in einem Krankenhaus, beziehungsweise in einem Irrenhaus, schätze ich. Und das ist unsere Spielperson. Grafik sind ein bisschen anders. Das ist meine Attacke. Achso, ja, okay. Verstehe. Okay. Ja. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht rein. Aber jetzt kommen wir hier rein. Er ist... Okay.
Coole Musik. Wow! Oh, Hallöchen! Wow! Okay, ich muss heiße Krankenschwestern umhauen. Ich finde sie nicht schlecht. Och, Manu. Wir haben Bob. Okay. Es speichert. Okay, Bob hilft mir also. Yo, what the heck? Aua. Arschloch. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm Damage mache. Aber müsste ja eigentlich. Oh, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Und er platzt. Noch mehr Krankenschwestern. Dann los geht's, Bob. Öffne mir die nächste Tür. Also man läuft nur nach links und nach rechts. Mehr ist hier nicht. Ja, weiter. Ich kann lesen. Ich kann sogar schnell lesen. Von daher. Aha. Ja. Da ist Zeug. Ja, ich brauche Bob eigentlich nicht niederlegen, verdammt. Da komme ich auch nicht mehr zurück. Vielleicht hätte ich doch lesen sollen, was der Kollege zu sagen hat. Yes. Oder geht er da rein? Nö. Komm her, Dicker. Ja, red noch mal mit mir. Verdammt. Das funktioniert offensichtlich nicht. Und ich habe gerade jetzt keinen Plan, was ich denn zu tun habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Habe ich es da hinten festgetackert. Yippie-ai-yay. Ich habe trotzdem keinen Plan, was ich zu tun habe. Ah!
Ich kann da selbst durch. Und ich falle und falle und falle. Ja. Okay. Wow. Okay. Das erledigt dann meine Frage, ob Freund oder Feind. What the fuck? Ist ja krank. Gib mir meinen Harper. Nein, mein Harper ist weg. Verdammt. Ich hoffe, es liegt da hinten noch. Wenn der Gute die Tür aufmacht. Da ist wieder ein Dicker. Der hält ja einiges aus. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Verdammt. Aua, hör auf mich zu schlagen. Blöde Kuh. What the fuck? Oh mein Gott. Och Gott, ne, oder? Hopp. Okay, das ist cool. Verdammt! Okay, so ein Ding könnte ich... Hallo da oben. Naja, gutes Abhängen. Time for Boss Fight. Würde ich ja glatt behaupten, aber da ist nur eine Tür. Wow. Drückt da einfach Pause, wenn ihr das wirklich lesen wollt.
Ach, das war's schon. Anscheinend ja. Ich habe nichts davon gefunden, aber das war auch nicht mein Ziel. War eine sehr schnelle Demo. Hat mir aber ganz gut gefallen, war ganz lustig. War jetzt nicht das übelst schwere Game schlechthin. Ich schätze mal, hat auch eine weiterführende gute Story. Interessante Sachen allemal. Ist vom von der Grafikstil und auch so von der Musik ein bisschen anders als die normalen Games, die man so kennt. Die Demo kann man ja mal anspielen, die kostet ja nichts. Ich verabschiede mich dann und wünsche euch noch einen schönen Tag, Wochenende oder was auch immer gerade ist. Bis denne.